Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein richtig cooles Rezept für euch, wie ich finde. Ihr fragt mich ja immer nach einfachen, gesunden, schnellen Rezepten. Deshalb habe ich heute was richtig cooles für euch, wie ich finde. Und zwar machen wir heute Regenbogen-Eislollis. Wie geil ist das denn? Und aus den Resten davon können wir noch einen richtig coolen Regenbogen-Smoothie machen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze dann nachher fertig aussieht. Tada! Also super easy, super süß, wie ich finde, wenn ihr jetzt irgendwie noch eine Grillparty anstehen habt. Das soll ja mega, mega heiß werden diese Woche. Finde ich, ist Eis auf jeden Fall immer eine gute Idee. Ihr könnt es natürlich auch einfach so wie ich für euch selber machen und euch dran freuen. Also es geht echt mega easy, mega schnell und schmeckt richtig, richtig lecker. Ohne Zucker, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe, also besseres, gesünderes Eis könnt ihr gar nicht haben, auch wenn ihr Kinder habt und die sagen, oh, Obst habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, da hat jeder Bock drauf, weil es einfach so mega süß aussieht und es geht wirklich total schnell. Ich zeige es euch gleich, wie es funktioniert. Nur vorher noch eine kleine Ankündigung, wenn ihr mir auf Snapchat folgt, dann wisst ihr es ja schon, ich habe jetzt Twitter. Wow, nach 100 Jahren habe ich es endlich geschafft, mir einen Twitter-Account zu machen. Mein Twitter-Name Resi Random, wie sollte es anders sein? Also ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut und wenn ihr mir da folgt. Ich check's noch nicht so ganz genau, wie es funktioniert, aber wir werden das schon hinkriegen. Ja, ihr Lieben, und dann will ich jetzt gar nicht großartig lang rumlabern. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie man diese süßen und leckeren Eislollis macht. Als erstes brauchen wir mal 5 verschiedene Schüsseln oder Tassen. Ich hatte nicht genug Schüsseln, deshalb noch die 2 Tassen mit dazu. Dann braucht ihr einen Pürierstab oder einen Mixer, was ihr halt gerade da habt. Natürlich Löffel und dann braucht ihr diese Eisförmchen. Meine hier ist von IKEA, gibt es aber auch bei Amazon zu bestellen. Oder ihr nehmt einfach einen leeren Joghurtbecher und so ein Holzstäbchen. Das geht natürlich auch. Dann braucht ihr natürlich Früchte und Gemüse in den Farben des Regenbogens. Ich habe jetzt hier genommen Blaubeeren. Am besten alle Früchte gefroren benutzen, dann verläuft das Eis nachher nicht so. Dann habe ich für die roten Früchte Erdbeeren und Kirschen und Himbeeren gemischt. Für die gelbe Farbe habe ich Ananas und Mango. Dann für die orange Farbe habe ich Papaya, Mango und Karotte. Keine Sorge, die Karotte schmeckt man nicht raus, die ist nur für die Farbe da. Und dann für die grüne Farbe habe ich Kiwi und Spinat. Und wie bei den grünen Smoothies schmeckt man auch hier den Spinat nicht raus, also keine Angst. Und weil sich das Ganze mit Flüssigkeit einfach leichter pürieren lässt, nehme ich jetzt hier dieses Kokoswasser, das Vita Coco. Das bestelle ich mir immer bei Amazon. Ihr könnt natürlich auch einfach Wasser nehmen, aber ich finde, so ist es noch ein bisschen leckerer. Ja, und dann legen wir los. Ihr gebt einfach eure gefrorenen Früchte in ein hohes Gefäß, wenn ihr den Pürierstab benutzt. Und dann gebt ihr ein bisschen von der Flüssigkeit mit dazu. Und dann wird das Ganze einfach püriert. Wenn ihr fertig seid, sollte das Ganze ungefähr so aussehen, einfach wie so ein richtig schön dickflüssiger Smoothie. Ja, und das Ganze macht ihr jetzt mit den ganzen einzelnen Früchten den Becher immer wieder schön auswaschen, dass sich die Farben nicht vermischen und dann erstmal alles klein pürieren und zur Seite stellen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig püriert ist. Also ist wirklich wichtig, dass ihr gefrorene Früchte nehmt, dass das Ganze einfach nachher schön fest ist und in der Eisform nicht verläuft. Und dann ganz wichtig, 5 verschiedene Löffel nehmen, sonst vermischt ihr ja die Farben beim Befüllen und das wollen wir ja nicht. Dann nehmt ihr euch eure Eisförmchen und dann nehme ich jetzt natürlich erstmal die ganzen Stiele da raus, dass ich da gleich schön meine Regenbogenfarben einfüllen kann. Ja, ihr könnt natürlich jetzt die klassischen Regenbogenfarben nehmen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil egal, ich finde es einfach schöner, wenn das richtig schön durchgemischt ist. Und dann füllt ihr das Ganze jetzt einfach ganz, wie es euch gefällt, ein und immer schön nacheinander die einzelnen Schichten und richtig schön festdrücken das Ganze. Und da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein beim Einfüllen, dass euch das Ganze einfach nicht verläuft. Und so füllen wir die jetzt mit den einzelnen Schichten bis nach oben hin auf, bis sie ganz voll sind. Beim Befüllen müsst ihr nur darauf achten, dass sie nicht komplett bis ganz oben voll sind, weil wir wollen ja auch noch unsere Stäbchen dann da reingeben und sonst läuft euch das Ganze über. Und dann gebt ihr diese Stäbchen ganz, ganz vorsichtig da rein. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht zu sehr drin rumrührt, sonst vermischen sich natürlich die Farben.
Und das ist auch schon die ganze Zauberei. Also Leute, ihr seht, so einfach geht das. Wenn ihr dann schön die Stäbchen da alle platziert habt, dann gebt ihr das Ganze einfach in den Kühlschrank. Am besten so über Nacht, dann ist es richtig durchgefroren. Ja, und aus den Resten zeige ich euch jetzt noch, wie man diesen leckeren Regenbogen-Smoothie machen kann. Der ist auch super easy und super lecker und wir haben ja noch so viel übrig. Deshalb dachte ich mir, wieso nicht? Dafür braucht ihr einfach so ein schönes großes Glas und dann gebt ihr einfach die Reste von eurem Fruchtpüree hier rein. Auch da habe ich mich wieder nicht an die klassischen Regenbogenfarben an den Ablauf gehalten, sondern das einfach irgendwie da reingeschüttet, wie ich es gerade lustig fand. Ihr könnt natürlich auch mehr Schichten machen und dann seht ihr schon, was das für ein schönes Regenbogenmuster gibt. Wenn ihr fertig seid, gebt ihr noch so ein paar süße Strohhalme mit rein. Also den finde ich auch mega süß und lustig. Und wenn ihr sagt, das Eis ist euch zu kompliziert, da habt ihr keinen Bock drauf, das zu machen. Also der Smoothie geht wirklich super easy und schmeckt genauso lecker. Und wenn ihr dann einen Tag gewartet habt und euer Eis schön durchgefroren ist, dann haltet ihr die Förmchen einfach mal kurz unter warmes Wasser, dann lassen sie sich ganz easy daraus lösen. Und ihr seht, wie mega süß die aussehen. Wir haben ja ganz viele verschiedene Varianten gemacht und ich lege die jetzt hier in so eine Auflaufform. Da habe ich einfach Eiswürfel reingegeben. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus, wenn ihr irgendwie eine Grillparty oder so habt, finde ich, ist das ganz süß, das so anzurichten. Und da sagt bestimmt auch der letzte Obstmuffel nicht nein dazu, das sage ich euch, weil die sehen wirklich so süß aus und sie schmecken auch mega, mega lecker. Ja, Leute, und so mega easy und schnell geht das Ganze. Ich hoffe, dass ihr Bock drauf habt, es nachzumachen. Wenn ja, dann taggt mich gerne bei Instagram, wenn ihr ein Foto davon hochladet. Das würde mich interessieren, ob es bei euch auch so gut funktioniert hat. Ja, ich genieße jetzt gerade mal hier einen von meinen Eislollis. Also, die schmecken echt mega. Mega lecker. Also sie sehen nicht nur hübsch aus, sie schmecken auch sehr, sehr gut und sind gesund, ohne Zucker, ohne alles. Also richtig coole Idee, wie ich finde. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr ein bisschen Spaß dran hattet. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Däumchen hoch und Abo nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald. Mm.